Los, so Leute, ich wollte doch immer am Anfang schon da drauf geklickt haben. Aber ihr wisst, es ist der zweite Tag im Herbst, im ersten Jahr. Wieder dabei ist The Vardruck. Hey. Und wir spielen Stardew Valley. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh Ich habe yeah. das mal als mein Stichwort genommen jetzt so. Ja. Ich mache mal kurz mein Fenster auf. So. Und dann geht's wieder los. Was sagt denn der Wetterbericht, Vardruck? Sonnig. Verdammt, ich habe vergessen, die Crap zu. Ah, du hast den Wetterbericht nicht geguckt. Jetzt habe ich das verstanden. Doch, sonnig. Sonnig. Ah, okay. Ich habe dich nicht gehört, richtig. Ich bin ein wenig. Bei mir war es etwas laut durch meinen Stuhl. Achso, ja, Ihr habt das schon sonnig. gehört und denkt jetzt, Alter, was ist der bekloppt, der Junge? Ja, das ist der. Seid ihr Schade, nicht ein keine bisschen zu Crap jung, um heute. eine Achterbahn zu bauen? Ja, das sind wir. Hühnchenknuddeln, damit schön große Eier legt. Und dann geht's 1, 2, zurück 3, und Moment. ich gehe heute. Ich Ich gieße glaube, ich und gehe gehe mit dann dem in die Eis. Mine. Ich gehe zum Eissee angeln. Auf Ebene 50? Ja. Wenn das auf Ebene 50 ist, ja. Ich glaube ja. Ah ne, weiß ich nicht, kann sein. Ich kann ja mal gucken gehen, ist ja nicht so schlimm. Kann ja schnell hinterher springen. Ich freue mich schon, wenn ich meine Kanne aufbessere. Ah, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld sparen, damit ich überhaupt Nee, was auf Gold aufbessern kann. Du könntest irgendwas auf Eisen aufbessern, wenn du willst. Ebene 60. Hier sind überall noch, hier sind bei mir überall noch Truhen. Ich traue mich nicht, die aufzumachen. Das liegt jetzt daran, mit dem neuesten Beta-Update. Die Truhen, die ich geöffnet habe, kannst du jetzt noch aufmachen. Ja, ich traue mich nicht. Vielleicht ist da irgendwo noch die Schleuder drin. Die will ich Ja, aber du, eigentlich nicht ich bei der kann's. Mine Ich versauern lassen. weiß ja, wie ich sie wegmachen kann. Ich will sie aus Prinzip einfach in der Mine lassen. Ja, ich weiß, wie ich sie wegmachen kann. Es funktioniert. Leute, ihr habt es gesehen, ich habe noch Cheat-Menüs. Ich nutze sie zwar nicht, aber ich hätte sie. Ich könnte sie nutzen. Wenn ich wollte. So, der zweite Baum ist fertig. Da könnte ich jetzt auch bald einen Tepper ran machen. Hast du unser Tier gestreichelt? Ja. Sehr Kannst du das schön. auch nochmal streichen? Das gucke ich jetzt gleich mal. Du haust Heu, das höre ich. Nur so ein bisschen. In der Mine. Das hat uns den Weg zerstört, weil es auf dem Weg draufgewachsen war. Ich hab einen Fehler gemacht. Okay. Mein Fehler. Ich bin blöd. Oh, da hinten ist unser Hühnchen und machen wir hier mal ein bisschen ordentlich für das Hühnchen. Nix da, das ist Freiland-Wildhaltung. Ja, das kann ja trotzdem ordentlich sein, ne? Hallo. Pro sieht ganz in Ordnung aus. Ich könnte Pro für 282 verkaufen. Aber ich werde dein Hühnchen nicht verkaufen. Geschlachtet, weil es ein großes Ei gelegt hat. Steht Pro für prones Hühnchen. Das gibt's zu Weihnachten auf dem Tisch. Mal hier mal anders. Ich wollte ja heute ein bisschen produktiv sein und in die Mine gehen. Ja. Kannst du gleich in die Golddinger gehen jetzt so. Ja. 80 oder so, ne? 90? Ich gehe mal 90. Ach, ja, irgendwie da. Ich glaube, 80 ist auch schon, bin ich sicher. Oh, gleich zwei Steine, die mir Erfahrungspunkte bringen. Wenn auch nicht viel. Slime, 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 Slime. Und gute Musik. Ja, die geht bei mir auch gerade los. Oh, du bist zwar gefährlich, wenn du. Oh, eine große Bombe. Eine Megabombe. Heißt die Megabombe im Deutschen auch? Ja.
Mal schauen. Ich fange nur Billigfische, aber ich fange immer in Fische und das ist auch ganz gut für mein Skill-Level. Ja. Ich will auch endlich einen höheren Mining-Level haben. Es ist halt irgendwann auch relativ schwer, den Mining-Skill noch hochzutreiben. Allgemein, die letzte Stufe braucht halt bei allem so ewig. Ja, sammeln ist zum Beispiel super einfach, wenn man eine Waldfarm hat, leichter als... Also, Fishing ist wahrscheinlich mit der Strandfarm gut, aber ich glaube, dass man mit der Bergfarm nicht so gut das Mining leveln kann, wie mit der Waldfarm das Sammeln. Mit der Bergfarm kann man tatsächlich auch sehr gut Fishing leveln, weil durch diesen langen, geraden Fluss, der da drin ist, kann man halt ewig viele Crabpots hinstellen. Okay, ja, das ist... Und Crabpots bringen halt auch vielleicht nicht viel, aber... Aber durch die Menge doch... regelmäßig Erfahrung, ohne groß Aufwand. Ja. Hey, Shadow Man, lass mich in Ruhe. Schattenmann. So wie Mannbärschwein. Kennst du Mannbärschwein? Klar kenn ich Mannbärschwein. Wer kennt Mannbärschwein nicht? Zur Hälfte Mann, zur Hälfte Bär, zur Hälfte Schwein. Und wer jetzt denkt, hä, das geht doch gar nicht. Exactly. Das ist es, was Herbert so gefährlich ist. Er hält sich nicht an Gesetze, nicht mehr an die Gesetze der Natur. Indischer Glasfisch. Gibt es hier in dem Eisdings überhaupt noch einen anderen Fisch? Ich glaube ja. Na, es gibt zwei Fische. Gibt es in dem Eissee einen extra Fisch? Ja. Ich glaube, es gibt in jedem See einen extra Fisch, ne? Ja, es gibt den... Warte mal. Steht das auf meiner schlauen Fishing-Liste? Ich habe übrigens sogar schon extra eine Liste fertig gemacht für meine... den Eispip gibt es dort auf Floor 60. Hm. Ja. Ich habe sogar schon einen kleinen Zettel fertig gemacht für mein nächstes Tutorial-Video, was ich nie schaffe, weil immer dann, wenn ich Zeit habe, muss ich irgendwen vertreten. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass irgendwie jemand anruft und sagt, sag mal, kannst du heute kurzfristig und so? Und ich so, ja, ich kann. Denn so viel Spaß mir YouTube macht, das bezahlt mir nicht meine Miete. Ja, solange das nicht ist, muss ich wohl oder übel arbeiten gehen. Hey, eine Geode gefangen. Als Schatz. Ist genauso sinnvoll, wenn du einen Schatz rausziehst und da ein Bait drin ist. Du kriegst dein Bait zurück. Ich weiß gar nicht, was du hast. Was heißt zurück? Na, angelst du ohne Bait? Ja, ich hab die erste Angel noch. Du kannst jetzt die Angel kaufen. Das Geld sollte gerade noch so reichen. Eben, du darfst es gerne dafür ausgeben. Gott, der Eispip, ich krieg den nicht, krieg ich nicht. Dann kriegst du den Eispip generell nicht. Kauf dir mal die neue Angel. Ja, aber am nächsten Tag erst. Ja. Das ist vielleicht wirklich eine ganz gute Investition. Jetzt, wo ich sowieso fast auf Stufe 10 bin. Ja, aber du bringst uns ja einiges Geld durchs Angeln. Das stimmt. Kannst du dich bitte nicht selbst heilen? Dankeschön. Ernsthaft. Ich glaube, die kostet 7200 oder sowas, die Angel. Kostet die nicht nur 7000? Ich weiß es nicht. Ich habe meistens genug Geld, wenn ich sie mir kaufe. Ich weiß nicht, auf die Angel habe ich immer zeitlich einen Blick geworfen. Als ich angefangen habe, Stardew Valley zu spielen, war ich so unglaublich schlecht in diesem Angelspiel. Sodass meine erste Mod tatsächlich eine Mod war, die das Angeln vereinfacht. Auf Deutsch, die Fische haben sich langsamer bewegt. Hatte mich gerade über Boundary noch getroffen. Bam! Yay! Max! Und vor der nächsten Aufnahmesession, die für euch eventuell schon in der Vergangenheit liegt, Leute, wenn ihr das hier seht,
werde ich definitiv nochmal meine Mods aktualisieren, damit ich die UI-Info-Mod nutzen kann. Ist halt gerade nicht sehr konsistent, die Modding-Szene, weil halt durch die Beta-Version, immer wenn eine neue Beta-Version rauskommt, dann kommt natürlich eine neue Smarpy-Version raus und da muss auch die Mod nochmal angepasst werden und so weiter. Deswegen Mensch, das ist anstrengend. Ist es nicht immer dabei. Also ich werde heute nicht viel Geld durch Phishing reinholen. Du holst Geld durch Phishing rein, damit holst du schon mehr Geld rein wahrscheinlich als ich. Allerdings habe ich schon wieder 22 Eisenerz, Golderz. Und eine ganze Ladung Steine und ich finde gerade keine Treppe und was zur Hölle. Dankeschön. Ich glaube, heute ist kein guter Tag, wollte ich sagen, und fand sofort eine Ebene mit einer Leiter. Immer, wenn man das sagt. Immer. Immer. Immer mit Ü. Wie er mich noch gedamaged hat. Elfmal. Berührt. 11 Mal ist nichts passiert. Irgendwie so, oder? Ja, irgendwie so. Stirb. Vielleicht kriege ich heute auch wieder ein Kampflevel ab. Boah, von 4 auf 5. Könnte klappen. Ja. So, sammeln, ableveln. Ganz viele Steine mitnehmen. Hier sind ganz viele Levelsteine. Das ist sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Also die Ebene gefällt mir. Ganz viele Levelsteine, Gold. Du weißt, dass es 22 Uhr ist, ne? Oh, das ist gut zu wissen. Ich bin mal gespannt, ob ich es geschafft habe, ein Level up zu bekommen. Ich mache hier noch kurz die Sachen, die ich hier sehe. Ja. Wir haben ja die Minecarts, das ist das Gute. Oh, hier sind 5 Golderze. Sorry, ich brauche noch ein bisschen länger. Aber selbst wenn ich jetzt um 0 Uhr rausgehe, schaffe ich das halt ohne Probleme. 12 Uhr Nachmittag bis 2 Uhr. Wenn es regnet, muss ich noch den Walleye fangen. Dann müssen wir hoffen, dass wir beim Händler irgendwann mal einen Sandfisch kriegen. Dann haben wir die Fishing-Dings auch. Oder wir mal in die Wüste kommen. Ja, aber dafür brauchen wir eine Menge Geld. Ich weiß, Fishing habe ich immer erst am Ende fertig gemacht, weil Fishing ist halt nicht notwendig. Also die Belohnung ist halt echt nicht notwendig. Ist sie auch nicht. Aber ich hätte es gern fertig. Ja, das stimmt allerdings. Alter, so viele gute Erfahrungspunkte hier. Wenn das nicht ein neues Level ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, ich gehe nach oben, genau um 0 Uhr. Es wird spät. Ich werde heute nichts mehr in die Kisten sortieren, sondern nicht in die Stadt, sondern zur Bushaltestelle. Und dann einfach direkt auf die Farm. Meine kleine Farm. Wenn ich immer so lange spiele, können wir fast nur noch einen Tag machen pro Folge. Aber das wäre hier langweilig. Ins Bett. Naja, die Leute müssen ja nicht die ganze Folge an einem Tag gucken. Das stimmt. Ja, Minenarbeitsstufe 6. Aber Spitze hat eine Effektivität und Bombe. Ich hätte Stufe 7 gebraucht, um das neue Umwandeln zu bekommen wahrscheinlich. Aber ich bin in Stufe 6, Leute. Und dann würde ich mal sagen, nochmal in die Mine. Okay, doch einfach nochmal in die Mine. Okay. Allerdings glaube ich, lieber Herr Wartrak, dass wir doch nach dieser können wir einen speziellen Leckerbissen gönnen. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Ja, ist schon in Anbau. Kuhvergnügen. Kannst du in dieser Folge aufhören? Ja. Ja, gut, kriegen wir hin. Weil ich doch ein wenig müde werde. Na gut, ist ja gut.
Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn man müde ist, schlafen zu gehen. Wir haben ein kleines. Sonst fange ich noch irgendwann an, jetzt kommt ein Witz, Blödsinn zu labern. War gut, gell? Ja, ja. So, ich mach mich mal auf und hol mal die Angel. Als ob irgendjemand einschalten würde, wenn ich nicht so einen Blödsinn labern würde. Als ob irgendjemand einschalten würde. Moment, was? Hallo, Leute. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht. Oh. Wir bräuchten theoretisch auch das, aber... Und dann gibt es Leute, die machen 24-Stunden-Streams und ich frage mich immer, wie? Keine Ahnung. Obwohl, ja, wenn man spielt, ich könnte Stardew Valley halt auch ewig spielen eigentlich, wenn ich gut drauf bin. Ja. Weil man sich immer nur denkt, okay, nur noch einen Tag, 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 oh, das Jahr ist schon vorbei. Na, das Problem ist halt vor allen Dingen bei Stardew Valley, dadurch, dass du halt nicht mitten am Tag speichern kannst, wie das zum Beispiel bei vielen, Harvest Moon spielen konntest, denkst du, okay, den Tag spiele ich noch zu Ende und ehe du dich versiehst, bist du 34 und denkst dir so, das war ein sehr langer Tag. Ja. Ist mir halt wirklich schon passiert, dass ich mir so dachte, Moment, wollte ich nicht schon vor 2 Tagen aufhören? Und warum ist da oben noch ein großer Dings, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe unser Huhn übrigens gestreichelt, das ist erwachsen geworden. Unser Huhn ist erwachsen geworden. Ich habe dir gesagt, du kümmerst dich um die Haustiere, du wolltest sie haben. Ich will ja, heute nicht in die Mine gehen. Ich mache heute wieder, wenn ich den Huhn kriege. Ich mache heute einen gechillten Farmplanungstag. Zum Beispiel sorge ich dafür, dass das Gras nicht überall wächst. Wenn Willy heute zu hat, dann fresse ich einen Besen. Oh ne, erst da, okay. Mit Ketchup und Mayo? Ohne. Ohne, oh. Da kriegt jemand einen Rage Mode. Cowboy. Nicht hier? Iridium-Angel, 7500. Ist in Ordnung. Kann ich die andere Angel verkaufen? Mir fällt auf, dass wir hätten unser Feld anders planen sollen, aber das ist nicht so schlimm. Das nächste Feld machen wir dann. Nächstes Jahr machen wir das da unten, weil hier oben einfach so wenig Platz ist durch diesen kleinen Teich. Ich wünschte, man könnte diesen Teich zuschütten lassen. Ah. Ist ja nicht so, dass wir keinen Platz hätten. Ja, aber der ist so weit weg von meinem Haus. Warum geht denn das nicht? Was ja, dann müssen wir uns halt irgendwann mal Pferde besorgen. Ja. Ich meine, wir könnten für dich auch einfach die Hütte verschieben, dann bist du am anderen Ende schneller. Deine Hütte theoretisch würde sich wirklich lohnen, die unten ans Ende zu bauen. Zu dem Fishing Pond, ja. Bist du näher am Fishing, ja. Also nicht, dass ich das irgendwie, dass das sinnvoll wäre, weil im Teich unten zu fischen ist sinnlos. Das Einzige, was ist, dass ich früh halt noch das andere Zeug machen kann. Na, du kommst raus, bist an den Crab Pots, kannst dir da unten deinen eigenen Garten bauen, und, wie du willst. Doch, doch. Doch, doch, ergibt schon Sinn, weil ich ja auch Crabports unten platzieren will. Eben, eben. Am Teich, also im See. Eben, ergibt alles Sinn. Ich glaube, ich gehe mal zu Robin und mach das. Kostet ja nichts, oder? Ich weiß nicht, ob du das verschieben kannst. Oder ob ich das machen muss. Kannst du ja gerne mal versuchen. Ja, mache ich. Also erstmal wollte ich da jetzt Wege hinmachen. Die sollten jetzt das Gras dann nicht mehr... Die sollten vom Gras nicht mehr zerstört werden. Wenn ich die Wege wirklich dahin mache. Iridiumangel, theoretisch, sag ich. Sobald ich meine Fishing auf Level 10 habe, kann ich da den ganzen Bait reinschmeißen. Ja. Ja, so sieht das, dass das Heu angezeigt wird überall. Ja, wo man ist. Ja.
Das ist irgendwie komisch. Ey, würde gern umziehen. Nein, ich kann nur bauen. Okay, ich guck mal, ob ich die vielleicht umändern kann. So. Fox, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin nur gerade kurz ruhig gewesen, weil ich gerade überlegt habe, wie ich das jetzt im Schloss mache. Fox? Ja. Oh. Leute, mein Internet ist gerade ein wenig am Sterben. Wir warten mal darauf, dass Devadrock wieder da ist. Ich werde die Folge jetzt nicht wieder schneiden, so wie neulich. Weil dazu bin ich gerade einfach so nicht in Ordnung. Aber er müsste gleich wieder da sein, nehme ich an. Sobald mein. Bist du da? Bist du wieder da? Bin wieder da. Okay, mein Internet hat sich also wieder neu verbunden, Leute. Auf einmal war alles tot und ich bin aus dem Spiel rausgeflogen. Ja, ich bin. Du kannst, glaube ich, gleich wieder reinjoinen. Ich bin auch aus dem Stream rausgeflogen. Er hat den Stream neu gestartet. Aber in der Aufnahme sollte das nicht zu sehen sein. Das ist gut, da ich nicht den Stream runterlade, sondern direkt aufnehme. So, ja, ich gehe mal ganz kurz zu Robin und gucken, ob ich dein Haus umplatzieren kann. Ich kann nicht bauen. Eventuell muss ich das im Singleplayer machen. Wenn ich das im Singleplayer machen muss, dann würde uns halt ein Tag verloren gehen. Ansonsten mache ich es einfach mit dem Safe Game Editor. Da soll es auf jeden Fall funktionieren. Ich sehe nicht bei dir. Hä? Kann nicht joinen, ich sehe dein Spiel nicht. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Warte mal. Ist ein Singleplayer wahrscheinlich geschoben worden? Nee, das nicht, sondern ich muss. Wie geht denn das? Steam ist ja mal wieder neu, aber der Rechtsklick ist gleich. Freunde? Der Chat ist neu. Genau, die haben den kompletten Chat neu gemacht. Ich bin online. Verstanden. So, ich bin online, theoretisch. Kann. Nur Freunde-Modus. Freunde einladen. Kann ich nicht anklicken. Kannst du Einladungscodes eingeben? Ja. Großes E. Ja. 143. Ja. Buchstaben alles groß. J, M. Ja. A, E, U. Ja. TC. Was? TC? TC. Okay. Sehe dich wieder. Okay. Sehr gut. Der Wardrock ist beigetreten. Hofgebäude errichten. So, ein Gebäude bewegen. Ja. Wo möchtest du dein Gebäude hinhaben? Siehst du mich auf der Karte? Bist du auf der Karte? Ah, ich sehe deinen Schatten. Rechts vom Fishing Pond, hier da. Hier so. Ich nehme nochmal die. Nimm die Fackel weg, bitte. Ja, genau. Direkt daran gesetzt oder mit einem frei? Mit zwei oder drei frei. Warte mal, wenn du drei frei hast, hast du dort auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4 frei. Das ist ja doof. Wir werden den Weg vielleicht mal umverlegen müssen oder so. So, siehst du das Haus? Ja. Dorthin? Kann man reingehen, glaube ich, oder? Willst du das Haus dorthin haben? Kannst du es noch ein Stück runtersetzen, 2, 3? So? Ja, perfekt. Da ist gut. Okay, dann behältst du dein Haus jetzt da und ich will. Das ist ziemlich witzig. Das Haus teleportiert sich die ganze Zeit hin und her. So, Robin ist in der Zeit einfach mal weggegangen. Ich verstehe auch nicht ganz, wie sie das so schnell verschieben kann, aber oh well. Wenn sie das sagt, dann wird das schon klappen. Und dann kannst du dir da unten sogar so einen eigenen kleinen Garten abstecken, ne? Ja. Also könntest du theoretisch. Ich habe dort auch übrigens ein ganzes, wo Heu wachsen kann, erstellt. Ja. Und dann kann ich einfach mal Crabpots machen. Dann werde ich hier oben nämlich das wegmachen, weil ich glaube nämlich, dass bei dem Gras weiß ich nicht, aber bei den Unkräutern und so weiter, die können sich
ausbreiten und die Felder kaputt machen. Ja, die kann alles kaputt machen. Und beim Gras bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Ich glaube, das geht auch. Weil die haben zum Beispiel auch meine Wege kaputt gemacht, weil das so halbwegs da im Weg stand. Und ich will dann noch eine Baum-Area machen, wo wir halt unsere ganzen Bäume anpflanzen, um unser eigenes Holz zu produzieren. Und eine kleine Tepperinsel, so wie ich sie hier oben habe. 3 Bäume mit Teppern. Aber irgendwie mehr und woanders hin. So dass wir da oben Farming Space nutzen. Ja. Ein Baum. Der Baum da. So. Du kriegst einen Anschluss an den Weg. Komm schon, wirklich. Ich muss nur noch einen Crabpot hier hinstellen, dann habe ich alle hingestellt. Na, hier kannst du einen hinstellen. Nee, kann ich nicht. Kannst du, wenn du die Maus nimmst. Ja, ich will auch mit Controller spielen. Oder da drüben müsste auch einer hingehen. Geht nirgendwo einer hin. Versuch's mal mit der Maus. Irgendwo geht da noch einer hin. So, und hier kann ich jetzt den Weg wegmachen. Okay, da kann ich einen hinstellen. Das sind dann 17, glaube ich. 17 Crap. Das ist eine blöde Zahl. Was du nicht alles hast. Aber wir haben kein Kupfer mehr. Ein bisschen, glaube ich, wieder. Ich habe das Kupfer gerade verbraucht, alles. Achso, nicht da. Wow. So, du kriegst auch wieder Lampen vor deiner Haustür. Sup. Hast du irgendwas verkauft heute? Ich weiß es nicht. Okay, dann verkaufe ich was. Doch, ja, ich hab was reingeschmissen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bett. Ja. So, sammeln. 500 für? Ja. Koralle, Brombeere, Koralle, Venusmuschel. Okay. Alles, was ich halt am Strand gefunden habe. Genau. Und damit würde ich sagen, Leute, war es das auch für heute. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich klappt das mit der Aufnahmesession mit der nächsten alles. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ansonsten erst Anfang der Woche. Aber wir versuchen alles hinzubekommen. Ihr seht das ja morgen. Und dann würde ich sagen, noch einen schönen Samstag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.